In letzter Zeit habe ich die merkwürdigsten Träume. Rachel, vergessen wir nicht, dass Träume kein belastbares Material für eine Analyse sind. Das sind Gedanken aus dem 20. Jahrhundert. Hallo Rachel, wir können Ihnen mitteilen, dass sich auf unserer Warteliste etwas getan hat. Wir haben einen Platz im Womb Center. Oh, Wahnsinn! Ich habe Irvi noch nichts erzählt. Und wieso nicht, Rachel? Weil er ein natürliches Kind haben will. Du hast uns auf eine Warteliste gesetzt, um ein Baby in einem Ei zu kriegen. Das ist kein Ei. Das ist ein Ei. Frauen möchten seltener Kinder bekommen, weil es ihnen nicht bequem genug gemacht wird. Wir wollen, dass sie ihre Karriere und ihre Träume verfolgen können. Wir können nicht in die Vergangenheit zurück. Ich möchte ein Kind mit dir haben. Tun das einfach, Rachel. Im Ernst? Ja. Sie sind bestimmt alle sehr aufgeregt. Alle Eltern schwärmen davon. Es ist die Lösung aller Lösungen. Hey! Mein Neffe wurde im Womb Center geboren, aber er hat noch nie geträumt. Kein Grund zur Sorge. Es geht nicht. Ich kann nicht, wenn der Pott hier drin ist. Was meinst du damit? Er kann uns doch nicht sehen. Ich habe das Gefühl, dass Irvi fähig ist, eine Bindung aufzubauen zu dem Kind. Aber ich nicht. Vielleicht bin ich noch nicht bereit, Mutter zu sein. Niemand ist Mutter von jetzt auf gleich. Du entwickelst dich zu einer. Was, wenn wir das Kind zu Hause zur Welt bringen? Es tut mir sehr leid. Das ist leider unmöglich. Mein Kind wird sicher nicht in einem Naturpott groß. Ich gratuliere. Es ist ja so aufregend, nicht wahr? Es gibt eine Veränderung der Produktivität. Bekommen Sie nicht gerade ein Baby im Womb Center? Wieso? Was ist denn los? Alles entwickelt sich weiter. Ihre Familiendynamik steht vor gewaltigen Veränderungen. Wie sorgen wir dafür, dass sich unser Ungeborenes in Utero nicht langweilt? Oh ja, Langeweile wollen wir vermeiden.